diesem Sinne, herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal, meine Lieben. Ich bin gerade am Giants-Stand in Halle 6, live auf der Gamescom. Wir machen ein schnelles Video für euch, denn wir wollen euch eine Sache nicht vorenthalten. Und zwar ist das das neue Lenkrad von Hori. Das ist das gute Stück. Wir haben insgesamt einen Winkel von 900 Grad. Wir haben außenrum eine Gummierung um das Lenkrad an sich. Ich glaube, wir haben insgesamt 30, 32 cm Durchmesser vom Lenkrad. Und für mich gibt es ein ganz besonderes Highlight hier dabei. Und zwar ist das hier an dieser Seite der Hebel. Ich hoffe, man kann den gut sehen. Wir haben nämlich verschiedene Funktionen. Wir haben einmal die Funktion, wenn wir nach unten drehen, dass wir die Rundumleuchte starten können bzw. wieder ausschalten. Wir haben die Funktion, dass wir nach oben drehen können, dass wir die Lichter sozusagen vom Fahrzeug durchschalten können. Und wir haben hier an der Seite auch noch einen Knopf, den wir uns frei belegen können. Das Schöne ist, wir haben hier auch noch zwei Joysticks am Lenkrad, ja eigentlich wie von einem Controller gewohnt, mit dem wir die Kamera steuern können. Oder eben auch noch andere Sachen. Dann haben wir insgesamt 5 Buttons, die wir wild belegen können, also Menüsteuerung oder sonstiges. Und wir haben noch verschiedene Cursor-Tasten, wo man zum Beispiel auch mit der Kamera rein- und rauszoomen kann. Das Ganze ist natürlich jetzt schon vorbelegt, beziehungsweise eben hier die Geräte, die Maschinen durchschalten kann und somit von einem zum anderen kommt. In der Mitte, sehr, sehr wichtig, ist natürlich die Hupe. Ja, wenn wir hier drauf drücken, hupt mal, ist natürlich auch eine sehr, sehr coole Sache. Im Großen und Ganzen muss man dazu sagen, es ist viel Plastik von der Stabilität. Man muss natürlich eine Sache dazu sagen, das ist hier auf der Gamescom. Wir haben hunderte Leute, die jetzt das Ding hier wirklich und hunderte Kids auch, die das Lenkrad halt wirklich, naja, missbrauchen will ich jetzt nicht sagen, aber schon mal gut hart rannehmen. Es macht aber jetzt erstmal nicht den ultra stabilen und ultra hochwertigen Eindruck. Das muss ich ganz klar dazu sagen. Man muss nämlich eine Sache auch am Rand ganz klar erwähnen, und das ist, dass das Lenkrad irgendwo zwischen 380 und 400 Euro liegen wird. Da bekommen wir aber nicht nur das Lenkrad. Wir haben hier unten noch einmal das Pedalset von Hori. Das können wir uns, glaube ich, hier mal ganz gut anschauen. Wir haben insgesamt eine Kupplung, eine Bremse und einmal Gaspedal. Vielleicht könnt ihr euch ja noch an das Seitec-Lenkrad erinnern, was für den LS22 mal rauskam mit der Seitenkonsole. Ich habe letztens mal wieder die Pedale gefunden. Also ich habe tatsächlich noch nie sowas Billiges und Schlechtes Verarbeitetes gesehen. Also das war einfach gar nichts. Vor allem, wenn man das jetzt so ein paar Jahre später noch mal in der Hand hatte. Man muss sagen, das hat sich hier deutlich verbessert. Ich glaube, vom Gefühl her ist das sogar Metall hier. Also diese Pedalauflagen sind Metall. Man sieht auch, die sind geschraubt. Der Rest ist natürlich Plastik. Ich glaube, man kann hier hinten noch ganz gut sehen. Wir haben jetzt keine Federn verbaut. Also das ist eher so über eine Spange, dass das ganze Pedal wieder zurückkommt. Die Bremse geht ja relativ straff, aber ist natürlich jetzt auch ja, nichts Besonderes in dem Sinne. Ne? Es ist ein bedeutend hochwertigeres Pedal, wie es vorher war, bei der Seitec-Konsole, aber ansonsten ja ganz normal. Aber ich glaube, ein großes Highlight an der ganzen Geschichte ist einmal dieser Joystick, weil der wird nämlich auch mitgeliefert, eine neue Seitenkonsole. Mit diesem Joystick haben wir verschiedene Möglichkeiten. Wir haben einmal hier so einen Wahlhebel. Der hat an der Seite, seht ihr jetzt nicht, der hat hier an der Seite auch nochmal 4 Knöpfe. Ich muss mal kurz schauen. Ich bin jetzt einfach mal so frech und schraub das ab. Genau, vielleicht können wir hier das an der Seite mal filmen. Wir haben hier auch nochmal 4 Knöpfe, wie man ganz gut sehen kann. Wir haben hier diesen Wahlhebel, der dient dazu, dass wir eben Vorwärts- und Rückwärtsgang einlegen können. Das heißt, wir machen den einfach nach vorn und geben Gas, der Traktor fährt nach vorn. Wir machen nach hinten und geben Gas, der Traktor fährt nach hinten. Haben hier noch verschiedene andere grün hinterlegte Tasteknöpfe. Ich kann euch gar nicht so genau sagen, was das jetzt alles hier beinhaltet. Also wir haben jetzt hier zum Beispiel das Menü auf dem einen. Wir haben hier die Karte, die wir öffnen können. Und hier kommen wir in das Hauptmenü rein. Ja, keine Ahnung, verschiedenste Belegungen. Kann man sich natürlich aber auch alles frei anpassen. Hier haben wir nochmal einen Drehregler. Ich muss mich einmal ganz kurz entschuldigen. Ich hoffe, man versteht es gut, denn die FSL läuft gerade im Hintergrund. Tor! Ja, auf jeden Fall haben wir einen Drehregler.
über den wir den Tempomaten einstellen können. Das sind wir schon von der alten Seitenkonsole gewohnt gewesen. Wir haben auch hier wieder verschiedene Knöpfe, insgesamt 10 Stück. Am gesamten Joystick haben wir 34 Knöpfe, die wir uns frei belegen können. Hier oben sind auch nochmal 3 Knöpfe. Da können wir das Licht anmachen, ja, was auch immer. Ich kann euch die 100%ige Belegung nicht sagen. Der 10. ist zum Ein- und Aussteigen. Und ich glaube, man kann mal ganz gut hier an dem, was ist das, einen Harvester? Nee, einen Rückewagen. So ein Rückezug, Rückewagen von John Deere. Kann man ganz gut sehen, Skidder, genau, dass ich mit dem Joystick natürlich hier hinten diese gesamte Kraneinheit steuern kann. Das heißt, nach rechts und links fährt er hoch und runter und nach vor und zurück geht er auch nochmal hoch und runter und ich kann den Joystick auch drehen. Das heißt, er hat 3 Achsen insgesamt, wo ich diese große Zange eben auch nochmal mir einrichten kann. Ich habe am Joystick hinten nochmal 2 Knöpfe, wo ich quasi umschalten kann zwischen vorne und hinten. Wenn ich nämlich jetzt das Ganze einmal umschalte, indem ich den Knopf hier hinten gedrückt halte, dann kann ich hier vorne das Schiebeschild hoch und runter machen. Das heißt, ich kann auch die Fronthydraulik steuern, was auch eine ziemlich coole Sache ist. Ich habe hier noch verschiedene... seit Gamescom, Leute. Ich habe hier noch verschiedene Modis, wo ich einfach nochmal wechseln kann und neu belegen kann. Und ja, im Großen und Ganzen muss ich sagen, die Seitenkonsole macht einen wirklich guten Eindruck. Ich denke, damit kann man eine Menge Spaß haben, gerade was auch die ganzen Holzarbeiten betrifft und so weiter. Ich denke, ich könnte das richtig cool werden. Das Lenkrad, man müsste halt mal schauen, ob das jetzt hier wirklich die Abnutzung von der Gamescom ist oder ob das halt normal ist. Man weiß es nicht. Möchte ich mich jetzt auch erstmal nicht weiter dazu äußern. Pedale habe ich euch auch gezeigt. Für mich an der Stelle ganz wichtig, schreibt in die Kommentare, wie findet ihr das Ganze, wie findet ihr vor allen Dingen Preis dazu? 380 bis 400 Euro soll das Set kosten. Und das würde mich wirklich mal interessieren. Also wäre es das für euch wert jetzt mal auf diesen ersten Blick hier? Oder sagt ihr, absolut zu teuer oder zu billig? Kann man ja auch machen. Und in diesem Sinne würde ich sagen, lasst das Däumchen da, schreibt die Kommentare. Wir sind erstmal raus, dass wir hier live von der Gamescom. Bis dahin, ciao, ciao, euer Manus.